Zurück zu einem neuen Dead by Daylight Video. Ja, lange ist es her, aber jetzt bin ich zurück. Jetzt soll es wieder aktiv losgehen mit Videos. Ich hoffe, ihr seid noch am Start und wie schon gesagt, wir zocken heute eine kleine Runde Dead by Daylight. Und ich bin heute wieder auf dem PC unterwegs und nicht auf der Konsole, denn ich möchte ein bisschen üben, weil Behavior ja angekündigt hat, dass Cross-Progression rauskommt und es wird, denke ich, demnächst kommen, also es wurde auf jeden Fall angekündigt, mit dem neuen DLC von Lara Croft müsste es sein, die jetzt zurzeit auf dem PTB ist. Ich spiele das Ganze über den Xbox Game Pass und noch nicht über Steam, deswegen habe ich noch keinen Zugriff drauf, aber wenn Cross-Progression möglich ist, werde ich Steam mit meinem PlayStation-Account verknüpfen und werde ja eben auf dem PC umswitchen und möchte dann die andere spielen mit Maus und Tastatur, deswegen werden wir heute ein bisschen üben. Ja genau, doppelt XP gibt es aktuell, der Volian läuft glaube ich noch ein bisschen. Genau, wir werden, wie schon gerade gesagt, die Handschuhe spielen, ich möchte einfach ein bisschen üben, ein bisschen quatschen und ja, das ist mein Bild, weil ich auch noch nicht einfach viel mehr habe. Ich werde ein bisschen probieren, einfach auf coole Shots zu gehen, wenn möglich, wenn wir eine gute Map haben, die ein bisschen offen ist. Ich werde nicht unbedingt auf den Wind gehen, ich möchte einfach mich ein bisschen einspielen, weil ich jetzt auch schon wieder ein paar Tage oder besser gesagt mehrere Wochen nicht gespielt habe. Ich möchte einfach ein bisschen mit euch labern, ein bisschen mit euch chillen und ja genau, mich ein bisschen warm machen für Cross Progression. Ja, was gibt sonst noch Neues in Dead by Daylight? Iron Will habe ich gehört, hat wieder seine alte Stärke für die Survivor. Also wenn man verletzt ist, macht man keine Schmerzenslaute. Dann habe ich mitbekommen, der Ritter wurde irgendwie geändert. Seine Truppen, die er spawnen kann, funktionieren jetzt irgendwie ein bisschen anders. Dann, was gibt es noch? Irgendwie ganz viele Perks wurden angepasst. Also wenn ich irgendwie was verpasst habe, lasst es mich auf jeden Fall gerne wissen. Und ja, auch seitdem das Dungeon Dragon DLC draußen ist, habe ich auch irgendwie nicht aktiv gespielt. Ah ja, okay, der Trickster ist irgendwie gebannt. Gut zu wissen, das war ja richtig, richtig lange der Ritter. Den Dungeon Dragons Killer Wegner, den habe ich auch noch nicht gespielt, auch noch nicht auf der PlayStation. Lasst mich mir gerne wissen, wie ihr den findet, weil dann hole ich mir den eventuell mal, wenn der im Angebot ist, weil den kann man ja sicher leider nicht mit Scherben holen, sondern man muss echt Geld ausgeben, aber ich habe, soweit ich weiß, auf der PlayStation noch irgendwie 1000, 200, 1300, also ich könnte mir ihn theoretisch holen. So, okay, Level 55er haben wir drin, aber die anderen sind 1. Okay, wir gucken einfach mal. Wie gesagt, das ist meine erste Runde heute. Ich hoffe, ich treffe ein paar Schüsse. Dann haben wir auch noch dabei, dass ich mich schneller bewegen kann, wenn ich einen Ball halte und dass ich schnell hintereinander werfen kann. Verbindetes Gemurmel, wenn schon fertig ist, sehe ich die Leute. Wenn sie verletzt sind, gehen die Chance ein bisschen langsamer. Sonst, wenn eine Krähe hochgeht, bekomme ich eine Info und eben, wenn die sich heilen in der Nähe von 28 Metern, sehe ich die Auren. So, jetzt ist jemand gelieft, na super. Was gibt's noch Neues? Dead by Daylight wird jetzt wieder ein bisschen öfter kommen. PlayStation Let's Plays werden wieder ein bisschen öfter kommen, denn ich denke, die meisten von euch werden das... Ach du Scheiße. Die meisten von euch werden das Video gesehen haben, was los war. Ich bin immer noch ein bisschen, ja, erkrankt, kann man sagen. Aber es ist auf jeden Fall schon besser wie von vor 2-3 Wochen. Da hatte ich wirklich einen großen Aussetzer. Ich bin immer noch etwas niedergeschlagen. Aber ihr habt es auch geschrieben, ihr wollt wieder aktiv Videos haben. Ich bemühe mich auf jeden Fall auch wieder zusammen mit Nessa zusammen, dass endlich mal wieder öfter was von uns zusammenkommt in einem Video. Das war ja auch eigentlich der Hauptaspekt, was wir machen wollten, aber es ist halt einfach zeitlich schwierig, vor allem wenn man krank ist, wenn man ganz, ganz viele Termine hat und ja, ihr wisst, denke ich, wie es ist. Falls ihr auch irgendwie übrigens irgendwelche Hintergrundgeräusche hören solltet, ich habe im Hintergrund einen kleinen Ventilator laufen, weil heute ist es richtig, richtig schwül draußen. Irgendwie, es hat frühs und mittags jetzt ein bisschen geregnet, aber es ist extrem schwül und es ist einfach warm und
Dieses Wetter, das macht einen einfach komplett fertig. Das ist wirklich nicht schön. Also gestern war es irgendwie 32 Grad und heute hat es irgendwie 27. Aber dadurch, dass es so schwül ist und so eine hohe Luftfeuchtigkeit hat, das ist wirklich furchtbar. Okay, die Rittermap, die ist zwar offen, aber für Killer ist die wirklich, wirklich scheiße. Also die mögen viele Leute nicht. Nee, es ist nicht die Rittermap, es ist die neue. Okay, ich habe die noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie der Aufbau ist. Habt Nachsicht mit mir. Ich werde mein Bestes probieren, aber ich habe keine Ahnung. So, sie hat halt die Palette und die Killer Shack. Das ist ziemlich OP. So, Treffer. Gut gedodged. Sehr gut. So, da war, glaube ich, jemand im Keller. Oh mein Gott. Die Palette ist weg. Du kommst gleich mal hinten drauf, dann hole ich mir neue Beile. Wie gesagt, meine erste Runde nach seit ein paar Wochen. Habt Nachsicht mit mir, bin immer noch ein bisschen am Üben. So, Shake-Palette direkt eliminiert, das ist halt richtig krass für mich. Das Perk von der Dredge ist geil, dass wenn ich einen Schrank aufmache, dass ich die sehe, wo in der Nähe sind. So, das Perk ist auch geil, wenn die rennen, dass wenn eine Krähe hochfliegt, weiß ich, dass die da sind. Okay, sie dodged. So, genau aus dem Grund wollte ich sie mit einem Beil abwerfen, weil man dann einen kürzeren Cooldown hat. Wie mit der Axt. Wenn wir jetzt zwei Leute im Keller reinkriegen, haben wir vielleicht sogar schon zwei Kills. Okay, sie kommt zum Retten, das ist sehr gut. Weil sonst hätten die jetzt ein kleines Problem, die Leutis. So, du kommst her. So. Bitte schön. Bitte schön. Zack, neue Beile. So, ist die Yu jetzt rausgerannt oder ist die hier noch? Hier da oben geht's ab. Wenn die Runde zu schnell vorbei ist, machen wir noch eine. Boah, es geht irgendwie schon richtig, richtig ab. Ist da irgendwie eine AFK? Weil auf der Map gibt es ja noch irgendwie so ein Dungeon. So, hier ist einer verletzt. Ist der andere AFK? Einer ist geliebt. Zack. Okay. Wenn der Ash jetzt AFK ist, dann tut's mir leid an die anderen drei Leute, aber dann. Ja, war das die Einspielrunde, dann machen wir noch eine. Aber ja, die Gefahr ist es halt wirklich, wenn zwei Leute beim Keller sind, bei der Huntress, dann kann das Spiel schnell mal rum sein. Und das war eben denen ihr Fehler. So, jetzt gehen wir mal in den Keller, da war ich noch nie unten. Und der ist halt wirklich AFK. Also, sorry Leute, aber wenn ihr in ein Spiel reingeht, in eine Runde, warum stellt ihr euch denn AFK hin? Geht doch in eine Runde rein, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr so 10 Minuten spielen könnt oder eine Viertelstunde und versaut dann nicht das Game für die anderen. Das ist sehr ärgerlich. Ja, das tut mir jetzt leid für die anderen, aber ist einfach so. Ja, das war die Warmspielrunde und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich in der zweiten Runde wieder und ich mache einen kurzen Cut. So, nächste Lobby mit Renato Lira, den sieht man auch nicht so oft. Das war jetzt natürlich ärgerlich für die Partyluftschlangen, für die zwei Leute, die einen Kuchen geopfert haben, aber so ist es. Naja.
Falls ihr sonst noch vielleicht auch Perk-Empfehlungen habt, was ich noch umändern könnte, lasst es mich gerne mal wissen. Ich glaube, das Update soll auch, lasst mich mal gucken. Haben es ja angekündigt, kommt nächsten Mittwoch, entweder am 16. oder am 17. Juli, glaube ich. Und das Ding ist, ich freue mich wirklich schon Jahre auf diesen 2 gegen 8 Modus und ich habe da auch wirklich Bock drauf. Aber das Teil wird ja zeitlich begrenzt, das ist doch scheiße. Das ist wirklich scheiße. Also ich hoffe, die machen den irgendwann permanent. Weil die machen ja auch irgendwie so Klassen nur mit bestimmten Killern und Survivern. Und ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Ob sie dann statt 5 Gens 10 machen oder irgendwie noch ein bisschen irgendwie was umändern. Weil ich denke, 2 Killer und 8 Survivor, das ist, glaube ich, schon sehr chaotisch. Naja, gucken wir mal. So, Autohelfen ist, ja, eine stabile Map für beide Seiten, würde ich sagen. So, gucken wir mal. Wir sind auch hier, um Spaß zu haben und jetzt nicht unbedingt zu gewinnen. Schauen wir mal, was wird. Schneller down, wichtig und richtig. Oh mein Gott, wir haben so ein Lucky, wir haben direkt wieder den Keller. Claudia, die Huntress ist da. Barbecue und Chili wäre halt auch mies wild bei der Huntress. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendeinen kriegen mit den Perks. Oh, das ist so geil mit den Krähen. Hallo! Oh mein Gott, das hätte ich treffen müssen. Also irgendwie habe ich gerade Flashbacks in die Runde davor, Leute. Zwei Leute im Keller. Zwei Leute direkt wieder im Keller. Das geht ziemlich schnell. So, wenn ich jetzt noch einen dritten Leib kriege, ist schon wieder Sense. Was macht die denn? Vor allem, warum geht der in Richtung Keller, wenn da einer drin hängt? Hier wurde gewerkelt. Die eine ist schon im Struggle. Oh, Scratch Marks. Keller? Ja. Ist die andere hin? Auf den Boden. Auf den Boden. Auf den Boden. Crazy. Und die Mac macht in der Zwischenzeit einen Chen. Oh, sie kommt. Ist das crazy? Ey, die tut mir echt leid. Hi. Was sind denn das für Runden? Ist es immer so, wenn man auf dem Computer spielt? Was ist denn hier los? Vor allem, ich habe jetzt schon mehr Runden auf dem PC gespielt, also eigentlich müsste jetzt das MMR mal nach oben gehen. Ist das krank? Ist das krank? Wenn ich drei Leute am Haken habe, kann jetzt die Mac noch einen Fluchtversuch machen oder müssten die jetzt nicht automatisch sterben? Das System verstehe ich auch irgendwie nicht. Naja, ich dachte, wir machen vielleicht eine Runde oder zwei. Dann mache ich aber jetzt wieder einen Cut, liebe Freunde. Und wir sehen uns dann in der dritten Runde. Bis gleich. Und ich hoffe, die wird ein bisschen länger. Ja, das sieht doch schon besser aus von den Leveln 34 und 19. Dann schauen wir mal, was ihr drauf habt. So, wir nehmen wieder einen Pudding mit. Alles klärchen. So, und dann möchte ich auch noch kurz ansprechen.
Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe auch schon einen Short hochgeladen und ich werde auch nochmal einen Infopost machen, denn ich habe ein Video hochgeladen, welches mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Und zwar habe ich angefangen mit einem neuen 2D-Spiel, welches ich bisher alleine programmiere. Vielleicht kommen noch ein paar Leute dazu. Aber wie gesagt, es wird ein neues Spiel von mir werden. Und zwar heißt das Foxy's Adventure, wird ein 2D-Jump'n'Run. Und im Video habe ich ein bisschen über das Spiel erzählt, ein bisschen Gameplay gezeigt, was so meine Ziele sind mit dem Spiel. Ich würde euch das Video auf jeden Fall verlinken. Und wenn ihr euch für Programmierung und so ein bisschen interessiert, werde ich euch das Video auf jeden Fall verlinken. Und ich werde auch noch in Zukunft einen neuen YouTube-Kanal erstellen, wo ich regelmäßig Updates hochladen werde über das Spiel, auch Trailer, was ich programmiere, was ich gerade dabei bin, wenn ich eure Meinung mal brauche. Und da würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr reinliken würdet, wenn ihr den Kanal abonniert. Und da würde ich mich auf jeden Fall über euren Support freuen und danke euch auf jeden Fall. So, jetzt schauen wir mal, wie die Runde läuft. Und, oh, jetzt haben wir Heimvorteil. So, mal gucken, ob die Runde auch so schnell vorbei ist oder ob jetzt etwas länger haben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die anderen zwei Runden gegangen sind, habe mir keinen Timer gestellt. Aber wir möchten halt einfach ein bisschen chillen. So, da hinten ist doch eine Dead Zone. Ich hätte auf die geklottert gehen sollen. Okay, ging doch schnell, schnell. Da ist immer sehr wichtig. Ich habe halt auch überhaupt keine Gen-Verlangsamungs-Perks dabei. Also es kann durchaus sein, dass ich verliere. Aber so ist es halt. Hier ist der Jake. Ja, die sind oben, die Hübis. Ah, lauf nur, lauf nur, lauf nur. Schade. Oh, ich brauch noch einen Down. Weil ich muss die möglichst lange daran hindern, dass die halt keine Chance machen. So, das Haus ist in der Nähe vom Haken. Das heißt, da können wir mal hingehen. Oh, yes, Baby! Oh. Schönes Ding. Solche Shots will ich lernen. Baby, Baby, hit me one more time. Wo ist sie jetzt hin? Hallo? Wollt ihr nicht mehr mit mir spielen? Da hinlegen. Also der Schuss auf den David, der war halt sehr geil und da hat mir das Perk gut geholfen und da ist schon wieder der Keller. Drei Runden Huntress, dreimal Keller, ey, das ist doch ein schönes Spiel. Sehr, sehr, sehr schön, dass ich in Dead by Daylight mal wieder so viel lachen kann, ey, das freut mich gerade richtig. Klar, die Huntress hat ja auch einen Buff bekommen, dass sie zwei Hatches mehr hat. Hätte sie meiner Meinung nach nicht gebraucht, aber... Ist natürlich nice to have. Oh, das war zu hoch. Da war auch noch der verletzte David. Vielleicht hätte ich eher auf ihn gehen sollen. Ah!
Sehr schön, wir haben schnelle Downs. So, aufhängen, aufhängen, aufhängen und gleich zum Keller rüber. Die ist doch im Schrank, oder? Ich hab doch im Schrank gehört. Hä? Ich hab im Schrank gehört. Fuck. Aber es sind tatsächlich, ihr seht, nur noch zwei Gens. Also wenn man keinen Gen-Defense hat, das geht schnell. Hä, hey, war das oben? Jawohl, und das ist die Power of the Huntress. Sehr schön. Ja, was war der Fehler von Ihnen? Wieder der Keller. Der Keller als Huntress ist extrem, extrem stark. Der Jake war da, hat sich geheilt. Er hat gedacht, ja, er schafft's, aber das war der Fehler. Leute denken, ja, die kriegen die Easy aus dem Keller raus und dann kommen die und machen irgendwelche Fucks und dann ist es halt ganz schnell vorbei. Die haben drei Gens geschafft, wenn die sich irgendwie aufgeteilt hätten, dass einer retten geht und dann noch irgendeiner irgendwie einen Gen macht, dann sage ich euch ehrlich, dann hätten die durchaus alle Gens schaffen können, aber wenn die halt so einen Move machen, dann nehme ich das mit. Dann haben wir drei schnelle Huntress-Sieg in einem Video. Ja, es zeigt, wie stark die Huntress ist tatsächlich und es zeigt, wie stark der Killer ist. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn ihr mehr Huntress-Content haben wollt und mehr Dead by Daylight-Content, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Habt noch einen wundervollen Tag. Lasst dem Video gerne eine positive Bewertung da. Ich würde mich auf jeden Fall auch über einen Kommentar freuen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Macht's gut, haut rein und... Ciao.